jetzt schön draußen war, bist ja so am See, die Sonne scheint mir ins Gesicht, da ist der See, ist ein bisschen windstill, das taut jetzt alles und das Eis ist so, hier vorne ist es noch so dünn, da hinten, da liegen noch ein paar Äste auf dem Eis. Vor 2 Tagen war ich mal drauf, wo es noch kalt war und jetzt ist es bloß noch so dünn, dass da alles wieder einbricht, war. Wetter in good old Germany. Pferdefotografie. Ich habe letztens Pferdefotografie gemacht. Was es da zu beachten gibt, was da wichtig ist, was da meine Erfahrungen sind, die teile ich euch gerne mal mit. Hallo zusammen, mein Name ist Paul, ich bin selbstständiger Fotograf und Videograf aus Berlin und heute geht es mal um das Thema Pferdefotografie. Ich hätte nicht gedacht, dass man da so viel lernen kann und so viel beachten muss. Da gibt es aber durchaus einige Dinge, die wichtig sind. Fangen wir mal an. Du gehst los und fotografierst ein Tier, was schwer zu kontrollieren ist. Du kannst das Pferd ein bisschen dressieren. Das Pferd lässt sich vom Menschen durchaus ein bisschen was sagen und zähmen. Aber oft sind gerade die Kopfbewegungen, wie die Ohren stehen, der Schweif, wie das, was das macht und so, unkontrollierbar oder nicht perfekt kontrollierbar. Wenn du jetzt einen Menschen dazu noch hast, ist es noch schwieriger zu kontrollieren, weil Menschen zu kontrollieren ist unmöglich. Meistens jedenfalls. Und Pferdefotografie, du fotografierst ein Tier, was auch noch wesentlich größer ist als du. Kommen wir mal zum technischen Aspekt. Die Kamera, die sollte, wenn man jetzt sportliche Bilder machen will, durchaus fähig sein, ein paar Bilder in einer Sekunde zu machen. Denn das erste Thema, um was das mal so ein bisschen geht, kann mal sein, die Fußstellung von dem Pferd. Wenn du ein Pferd fotografierst und rennt rum, dann habe ich mir erzählen lassen, Grüße gehen raus an Johanna, dass die Fußstellung beim Pferd doch sehr wichtig ist. Dass es zum Beispiel nicht schön ist, wenn das Pferd so das Bein eins so gerade und gestreckt hat. Das Bild sollte so sein, dass der Fuß oder das Bein, was da zum Bild, zum Betrachter zeigt, ein bisschen versetzt ist und außerdem so vorne am besten beide in der Luft, ja, dass das so dynamisch aussieht, in der Bewegung ist. Und das musst du erstmal erwischen. Da brauchst du eine Kamera, die durchaus fähig ist, so 6-7 Bilder pro Sekunde mal zu schießen. Wenn du jetzt mehr kannst, ist auch besser, da bist du abgesicherter. Wenn die Kamera bloß nach 9 Bildern sozusagen erstmal auf die Speicherkarte schreiben muss, ist kritisch, kauf dir da eine schnelle Speicherkarte. Von der Belichtungszeit und Einstellungen her kommt es echt auf die Tag- und Nachtsituation an. Ich habe festgestellt, eine schnelle Belichtungszeit friert das Bild natürlich ein, so ab einer 1500 Sekunde, ab einer 1000 Sekunde ist es meistens sehr, sehr eingefroren, alle das ganze Bild, was man ja auch haben will. Wenn du jetzt optimal rangehst, sag ich mal jetzt, dann hast du eine lange Linse bei, eine lange Brennweite, 200 mm oder sogar noch mehr, kommt ein bisschen auf den Sensor an, den du hast. Und hast im Idealfall sogar noch ein schönes Bokeh. Du brauchst einen schnellen Autofokus. Fangen wir mal an. Eine lange Linse macht, dass das Bild so schön komprimiert ist. Der Hintergrund ist ein bisschen selektiver wählbar. Ja? Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, hier dann so rein zu zoomen. Ja? Und dann sieht das alles, der Hintergrund, der ist dann mehr weg. Ja? Und du hast dann die Möglichkeit, den Hintergrund besser zu selektieren. Ja? Wenn ich jetzt so ein weites Bild habe, dann gehe ich hier rum und habe dann sozusagen viel vom Hintergrund drauf. Wenn ich dann sozusagen hier wieder hingehe und die Linse sozusagen reinzoome, dann habe ich nicht mehr so viel vom Hintergrund drauf. Und ich habe das alles ein bisschen selektierter. Jetzt ist der Hintergrund wesentlich enger. Hier ist nicht mehr so viel Platz, als würde ich jetzt auf dieser Einstellung filmen. Ja? Und das ist so für Pferde ganz gut, weil Pferde sind riesig. Pferde sind total groß. Der Mensch, der sitzt auch noch auf dem Pferd drauf, will auch noch mit drauf sein. Und deswegen hast du schon mal mindestens 15 Meter, 20 Meter Abstand bei 200 mm zum Pferd, wenn es da rumrennt. Schnelle Belichtungszeit, Blende, wenn du einen schönen Bokeh haben willst, möglichst offen. Weil du kannst den Hintergrund, naja, das ist meistens so Wald, Wiese, auf was man da unterwegs ist. Und da hast du eh nicht den ultra allerbesten Hintergrund. Das ist schon mal Fakt, ja. Und wenn du dann hingehst, die Bilder machst, müsstest du am besten nur noch ein bisschen höher sein als das Tier an sich oder genauso hoch wie das Tier. Wenn du jetzt sagst, es geht um das Pferd, dann so auf Kopfhöhe von dem Pferd, ein bisschen weiter drunter. Wenn es geht um den Menschen, dann auf Augenhöhe von dem Menschen. Wie erreicht man denn das jetzt? Das Pferd ist riesig, ja. Irgendwie, man sagt hier, Höhe von 1,80 Meter, also Durchschnitt oder so, geht noch höher. Stell dich auf eine Leiter, bring eine Leiter mit. Eine kleine Malerleiter oder wie auch immer, oder stell dich da vor Ort auf irgendwas drauf. Guck, dass du da nicht runterfällst, dass du einen sicheren Stand hast, weil meistens ist es so, dass man da wie so ein Scharfschütze hinterhergeht. Der Mensch reitet immer im großen Kreis um dich rum und du versuchst dann schöne Momente zu erwischen, wenn er gerade bei dem einen perfekten Stück Hintergrund ist, was jetzt da hinten ist. Das Pferd läuft hier immer links, rechts lang und da hinten ist so ein
schöner Hintergrund, den möchte ich immer haben. Und in den Augenblicken, wo das Pferd da mal lang geht, versuchst du das Brrrr zu erwischen. Und dann machst du dann gute Bilder. Wenn du jetzt sagst, okay, das Pferd soll mal auf dich drauf zurennen, da brauchst du einen extrem guten, flexiblen Autofokus, die Kamera auf AFC stellen, so nennt sich das. Und dann hast du die Chance, dass wenn das auf dich zu ihr rankommt, die Bilder meistens auch noch scharf werden. Und da gibt es auch viele Sachen zu beachten. Wenn du das hast, dass das Pferd mal steht, ihr habt jetzt genug Pferdebilder gemacht und ihr seid genug rumgerannt, dann stellt euch hin und sagt, okay, dann mache ich jetzt Bilder von der Dame mit dem Pferd. Da gibt es auch wieder viele Sachen zu beachten. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass die Ohren von dem Pferd ganz wichtig, dass die immer gerade zu dir nach vorne stehen, dass es sozusagen nicht so einen Esel-Look hat. Ein Pferd, was die Ohren so nach vorne hat, das wirkt immer auf dem Bild stark zielgerichtet und wie ein schönes Pferd, wie es so aussieht. Wenn es die Ohren so nach hinten hat, müsst ihr mal darauf achten, das sieht wirklich aus wie ein Esel, total lustig, ein bisschen niedlich sieht das aus. Kann man auch mal so machen. Meistens, 99% der Leute wollen aber, dass die Ohren von dem Pferd nach vorne sind. Gib dem Assistenten, den du dabei hast, eine Tüte mit zum Rascheln, damit der, wenn das Pferd jetzt nach da guckt, da hinten irgendwas raschelt und das Pferd konzentriert sich mit den Ohren da drauf. Vielleicht sind da ein paar Snacks drin für das Pferd, ein paar Leckerlis, sagt man bei Pferden auch Leckerlis, ihr kennt das so bei Hunden. Dass das Pferd dann die Ohren mal gerade ausmacht. Man kann das Pferd auch versuchen abzulenken, klatschen oder weiß ich was, aber Hauptsache man lässt das Pferd dann nicht nervös werden. Wenn man dann richtig gut ist, hat man noch einen Menschen bei, der vielleicht einen Lichtreflektor bei hat. Aufpassen dabei, das Pferd muss sich dann daran ein bisschen gewöhnen, dass eine große reflektierende Scheibe eventuell bei. Ich bin nicht so der Fan davon, Blitze zu benutzen, weil könntest du auch sagen, okay, Gegenlichtsituation, ich fotografiere mit Blitz. Soll man ja bei Tieren jetzt nicht so ständig machen. Ich sag mal, ein Mensch stirbt davon auch nicht. Und wenn das Pferd das ab kann, dass das da ein bisschen blitzt, dann kann man das ruhig benutzen. Ich meine, es gibt ja auch Polizeipferde, die halten noch mehr aus. Die fotografiert man jetzt eher selten wahrscheinlich. Aber wenn ein Pferd mit Blitzen klarkommt, klar jetzt nicht dem direkt Vollkanne in den Augen blitzen, sondern gerade so, wie es nötig ist, um den Effekt zu haben, den du haben willst, nämlich eine schöne Gegenlichtaufnahme. Und da hast du dann zum Beispiel mit dem Blitz den Vorteil, du kannst es alleine machen. Wenn du jetzt einen Reflektor bei hast, dann brauchst du im Idealfall einen Menschen, der einen Reflektor hält, außer du hast einen ganz langen Arm und spielst dich da irgendwie ab mit einem Reflektor, den du hier irgendwie hältst oder so. Kann man aber probieren. Wir waren jetzt zum Glück zu zweit mit dem Chris, grüße ihn raus, folgt mir gerne mal bei Instagram. Und ja, Pferdebilder, was ist da jetzt sozusagen wichtig? Man will diese typischen Pose machen, dass man mit dem Pferd mal ein bisschen kuschelt. Schön ist es natürlich, wenn das Pferd eine schöne Mähne hat, wenn das Pferd die Schnauze sauber ist, wenn man dem was zu essen gibt, einen Apfel oder so, vielleicht mal mit einem Lappen, wenn den hier irgendwie alles Mögliche hängt oder so, von dem Rest von dem Apfel noch oder so, dass man das wegmacht oder so, ja, dass da nicht zu viel ist, was das alles ein bisschen dreckig wirken lässt. Ja, ein Pferd soll sauber sein, gestriegelt, soll schön aussehen. Und dann hast du auch ein Ergebnis, was sich echt durchaus sehen lassen kann. Ja? Ich bin immer der Fan davon, wenn man so Pferde auch mal in der Natur alleine fotografiert, wenn die rumrennen. Und da kann man es auch anders machen, habe ich festgestellt. Es ist sehr schön, wenn man mit einer Brennweite, die jetzt nicht 200 mm ist, fotografiert, sondern vielleicht mal mit 35, 18 oder 12 oder 24. Und leicht von unten, das Pferd rennt an dir vorbei, rennt dich hoffentlich nicht um. Und du fotografierst von unten das Pferd nach oben in der Action. Das sieht total cool aus, meiner Meinung nach. Das Pferd wird riesig groß dadurch. Dadurch, dass es so von unten fotografiert wird, wird total groß, majestätisch. Napoleon hat sich immer von unten von Pferden malen lassen, als er auf dem Pferd saß, weil der Mensch auf dem Pferd dann wesentlich größer wirkt. Wenn du ein kleiner Mensch bist und du willst, dass du größer auf dem Pferd wirkst, dann lass dich wie Napoleon von unten malen oder zumindest fotografieren. Dann wirkst du nämlich größer. Diese typischen Bilder, wo das Pferd so die Hufe hochreißt und dann so dasteht, majestätisch, ist jetzt schwierig zu machen, wenn das Pferd nicht perfekt dressiert ist. Aber dann wirkst du als Mensch größer. Ja? Wenn es dir egal ist, dass du auch klein wirken kannst, dann lässt du dich halt von oben fotografieren, dann sieht man ein bisschen kleiner aus. Allerdings so auf Kopfhöhe von dem Schulterhöhe, sag mal, von dem Pferd und du dann da drauf, das ist immer eine schöne Sache. Mit der Lichtsituation muss man gucken, wenn man jetzt so direkt ins Licht guckt und da ist dann der Fotograf, hallo, ich muss mal lächeln und dann kickst du so wie ein Auto in das Bild, ist nicht so schön, ja. Versucht da lieber so eine Gegenlichtsituation zu schaffen, dass ihr euch hinstellt und so
euch belichtet, dass natürlich ihr perfekt belichtet seid, ja. Und den Hintergrund müsst ihr dann ein bisschen abdunkeln. Normalerweise wäre dann hier jetzt ein Reflektor oder so, dass ich den Hintergrund halt noch drauf habe. Das haben wir jetzt hier nicht. Pferdebilder zu machen, hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ihr könnt die Bilder bei Jonak Films auf Instagram oder auf meiner Webseite abchecken. Ich fand das sehr toll. Werde ich bestimmt nochmal machen. Gerade so im Sommer, im Frühling ist es sehr dankbar, wenn das echt, echt schön draußen aussieht. Ja. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zu Pferdefotografie, dann könnt ihr mir gerne hier eine Frage in die Kommentare stellen, ein Abo dalassen. Es war mir wie immer eine Ehre für euch, ein tolles Video zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Paul. Bis dann. Tschüss. Tschüssen. Tschüssen. Und ich habe leider noch nie... Ich muss mal irgendwas mitnehmen. Ein Mini-Reflektor auf die Kamera. Auf die Kamera rauf. Dass ich sozusagen hier mal... Keine Ahnung, der Hintergrund perfekt ist. Ja. Und ich gehe hier auch perfekt im Licht bin, ja, weil dann hast du sozusagen, dann sieht man hier auch was. Ja, mal gucken. Wir könnten das ja auch alle so weit abdunkeln, dass das nicht mehr ausgebrannt ist und dann hole ich mich wieder hell. Aber müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Mach's jetzt.